So, liebe Leute, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, ob das Overlay da im Weg ist. Ich hoffe nicht. Wenn es während des Spiels der Fall sein sollte, werden wir es noch wegschieben. In der Aufnahme sieht man es dann ja nicht mehr. Ja, wir starten mal wieder nach längerer Pause. Wir hatten im letzten Jahr ja schon mal eine Runde angefangen. Eine Multiplayer-Partie in Crusader Kings 3. Und zwar zusammen mit dem Tastenhauer, der das Ganze parallel auch live streamt. Das ist also eine Livestream-Aufzeichnung hier. Wir haben uns so vorgenommen, etwa alle 3 Wochen einen Livestream-Abend zu machen. Und werden dann sicherlich entsprechend auch aufnehmen. Und wir sind momentan zu viert. Eigentlich wollten wir zu fünft sein, aber dem Dr. Tod geht es nicht ganz so gut heute, deswegen sieht er davon ab. Wir sind unterwegs im Ostfrankenreich. Letztes Mal waren wir ja als nordische Jarls gewissermaßen unterwegs, haben uns ein bisschen auf den britischen Inseln rumgetrieben. Und heute geht's weiter im Ostfrankenreich. Hallo Kutulinchen, schön, dass du auch hier vorbeischaust. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, im Ostfrankenreich den Herzog der Westfranken zu nehmen. Und zwar hier den Prinz Ludwig, den Jüngeren vom Ostfrankenreich. Er ist ein Karolinger. Und genau, der König, wo sitzt er denn eigentlich überhaupt, der König? Der König sitzt hier unten. Ludwig II., der Deutsche. Der Falli wird hier die Bayern spielen und der Dark Walker hat sich, glaube ich, auch eine Charakterin zusammengebastelt, die Beatrix von Nordgau. Das ist dieses Gebiet hier. Genau, und Tastenhauer wird hier Angria sein, also sozusagen das sächsische Herzogtum. Und unsere Idee ist so ein bisschen hier wahrscheinlich in den nordöstlichen Bereich gegen die vermeintlichen Heiden hier aktiv zu werden. Das heißt, wir sind natürlich jetzt schon nach der fränkischen Eroberung, also durch Karl den Großen und so weiter. Die Teilung des Reiches hat hier schon stattgefunden. Westfranken, Lothringen, Ostfranken, also die Erbteilung war ja ein wesentliches Problem, dynastisches Problem der Merowinger und auch der Karolinger noch. Hat zu laufenden Intrigen untereinander in den Familien und Kriegen unter Familienmitgliedern und so weiter geführt, weil die eben versucht haben, dann nach dem Tod des Herrschers das Reich sozusagen wieder zu vereinigen. Jeder wollte da gerne König sein. Und diese Konstellation, so wie wir sie jetzt gerade sehen, Westfrankenreich, Lothringen und Ostfrankenreich, also Lothringen übrigens nach Lothar benannt, kann man sagen, ist eine der Hintergründe des Ersten Weltkriegs im Grunde oder des überhaupt dieser Konkurrenzsituation, dieser Erzfeindsituation der vermeintlichen zwischen dem späteren Deutschen Reich und dem Frankenreich, also Frankreich. Das ist ganz interessant. Also es geht halt so weit zurück, ja, bis ins Jahr 800 könnte man sagen. Weil eben dieses Lothringen so als Mittelteil hier gebildet wurde und eben beide Teile, sowohl das Westfrankenreich als auch das Ostfrankenreich, das spätere Deutsche Reich, diesen Teil halt haben wollten, ja. Also darum haben sich Frankreich und das Deutsche Reich dann später ja immer geprügelt. Es ging immer um Lothringen hier. Das ist eine spannende Sache, wenn man das mal so durch die Jahrhunderte verfolgt, wie das eigentlich immer ein Thema bleiben wird in Mittel- und Westeuropa. Eine sehr spannende Sache. So, was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt 18 Uhr. Das heißt, ich glaube, ich kann rüberschalten zu den anderen. Dann schauen wir doch mal, ob die schon da sind. Pause klicken, das konnten auch beide beschleunigen. So, Ah, hallo, okay. hallo. Ja, Jo, du hast die hallo. Nackten nicht ausgestellt, ne? Oh, ich glaube nicht. Aber das kann man aber machen bei Spielparametern, glaube ich, ne? Das sollten wir vielleicht wirklich tun, weil im Stream. Weil ich war gerade in Indien, ich überlege gerade, wo ich noch irgendwie einen lustigen Charakter hinsetze. Das ist schon klar. Gleichgeschlechtliche Beziehung. Nee, das ist es nicht. Verteilung der Sexualität, Familien generieren. Ah, das steht hier wieder nicht drin, wa? Verdammt, wo konnte man das denn einstellen? Aber hier wohl nicht mehr. Da müssen wir einfach damit leben und hoffen, dass es keine solchen Charaktere gibt oder ich muss sie nicht zeigen. Und Jan, da müssen wir halt ein bisschen drauf achten. Ja. Ob es überhaupt irgendjemanden juckt, ist ja die nächste Frage. Naja. Genau. So, alles klar, ja, dann können wir eigentlich loslegen, wenn du soweit bist, Jan. Ja, ich habe auch schon so ein bisschen einleitende Worte gefunden und darüber gesprochen, dass die Situation, wie wir sie gerade hier auf der Karte sehen, wenn wir weit rauszoomen, ja sozusagen die Grundlage der Erbfeindschaft in Anführungszeichen zwischen Frankreich und dem Deutschen
reicht im späteren Bild. Mhm. Nee, aber lasst uns reinstarten. Okay, super. So, dann stelle ich euch nochmal, oder ihr könnt euch gleich nochmal ganz kurz vorstellen, dann in den einleitenden Worten, und dann legen wir los, würde ich sagen. Okay, gut. So, da bin ich wieder. Wir starten gleich direkt ins Spiel. Ich danke erstmal Dr. Tod für sein 7. Folgemonats-Abo. Herzlichen Dank nochmal, bevor du dich da in die Horizontale verfrachtest. So, okay. Dann legen wir mal los. Das ist hier unsere Multiplayer-Lobby. Wir sind also alle im Ostfrankenreich beheimatet, die wir heute mitspielen, und werden entsprechend ja uns hier gegen diese Heiden im Osten, Nordosten bemühen, dass wir uns irgendwie verteidigen. Mal gucken, wie es mit Lothringen-Westfrankenreich aussieht, ob wir da langfristig nicht auch irgendwie anecken. Aber das wird sich dann alles noch zeigen. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir stellen mal kurz die Mitspieler vor. Wir hätten heute erneut dabei den Darkwalker. Herzlich willkommen, hallo. Hallo, ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Alles klar, so, du spielst also Beatrix von Nordgau. Ja. Ich bin natürlich Esiko von Anglia, das wissen wir ja schon. Eigentlich nicht Beatrix von Nordgau, die Familie heißt von der Vogelweide. Beatrixi heißt sie auch, ne? Beatrixi von der, von der Vogelweide. Okay, wart also fleißig, ich sehe das schon. Sehr schön, dann haben wir hier gelistet unter Fotzensepp oder auch Falli genannt, Herzog Alexander von Bayern. Hallo und herzlich willkommen. Ja, servus auch in die Runde. Ja, wunderbar. Bin mal gespannt, wie es da unten in Bayern so abgeht. Ja, und dann haben wir noch Le Petit Capot, beziehungsweise inzwischen ja Let's Play History. Der gute Jan, der das auch streamt nebenbei. Hallo und herzlich willkommen auch wieder erneut in dieser MP-Runde. Ja, hallo. Ich habe meinen Charakter ganz klassisch unverändert gelassen. Mal sehen. Okay, alles klar. So, jetzt hätte ich fast noch die Aufnahmen für YouTube vergessen. Damn, shame on me. So, aber da können wir gleich loslegen. So, einmal ein herzliches Willkommen auch noch an die YouTube-Zuschauer. Wir hätten gerade die Spielervorstellung hier vorgenommen. Das werden wir jetzt aber nicht nochmal wiederholen. Da habe ich ein bisschen spät eingeschaltet. So, es geht los mit unserem Multiplayer-Stream hier im Jahr 867. Und vielleicht sollte ich mal gucken, das ist mein Charakter, genau, Esiko von Anglia. So, wir sind im Ostfrankenreich, auf geht's, wir beginnen unser Spiel. Ich bin gespannt, was uns erwartet. So. Genau, erstmal starten wir pausiert. Wir müssen jetzt bestimmt alle erstmal ein paar Dinge tun. Zum Beispiel allerdings unseren Charakter verheiraten. In der Tat. So, ich sortiere gleich mal. Wen hätten wir denn da? Trier, Ravensburg. Ah ja, mal was heiraten. Gibt's denn da überhaupt jemanden? Oh, es gibt ein französisches Genie zu heiraten. Oder einen wunderschönen Franken. Ich nehme das Genie. Mögliches Bündnis mit den Westfranken, das wäre doch was Hübsches. So. Ich kann den Habemus Papam um Gold bitten. Und ich kann die Heiden angreifen. Ja, das ist ja natürlich El Clasico. Quinet. Oh Gott, die sind ja alle so weit weg. Das ist zu nah dran, okay. Cousine ist wohl nicht so gut, meint das Spiel. Ja, wobei, ich weiß ja nicht, wenn ich hier jemanden auswähle. Ach nee, die nicht diesmal, okay. Ich habe das häufig schon gehabt, dass mir Charaktere angezeigt wurden, die definitiv nicht mit mir verwandt sind, aber als inzüchtige Heirat angezeigt wurden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ja, wir sind übrigens auch Lispler, für die, die jetzt erst eingeschaltet haben und die jetzt auf YouTube gucken. Mein Charakter, den habe ich komplett gewürfelt. 2 Zusatzeigenschaften, 3 Grundeigenschaften und die Zusatzeigenschaft Lispler hatte unter anderem bekommen. Obwohl er ein diplomatisch ausgebildeter Mann ist, also... Ach ja, wir können jetzt Handicap. Ja, Basti, noch als Hinweis, du hast ja auch ein eigenes Adelshaus gemacht. Wir müssen unser Haus noch bearbeiten, das ging ja in dem Charakter-Ding nicht. Also du hast jetzt, glaube ich, noch so einen zufälligen Adelsspruch und sowas da drin. Ach so, ja, das können wir auch machen, das stimmt. Das können wir jetzt am Anfang natürlich auch tun. Zuvor habe ich 3 Lebenswandelpunkte übrig bei Diplomatie.
Nee, habe ich nicht. Achso, ich muss einen Schwerpunkt wählen. Verwandt. Majestät, Außenbeziehung oder Familie? Das ist mir alles zu weit weg hier. Auch verwandt. Ich glaube, Außenbeziehung passt zu ihm am besten. Jetzt können wir drei Vorzüge nehmen. Falli, ich kann dich leider nicht heiraten. Du hast es ja eben schon angesprochen. Och, Menno. Weil entweder wären die Kinder dann bei mir gewesen oder bei dir und einer von uns beiden wäre dann ausgestorben. Wollen wir einen Filter anschmeißen hier? So, wie alt ist denn der gute Mann hier? 31. Der Falli ist galant. Sowas worden. Ein galanter Boy. So, guten Abend auch an Postpets, der hier im Stream gerade vorbeischaut. Ich sehe, wir sind schon wieder 16 Zuschauer. Ist schon wieder hier ganz viele Leute hier unterwegs. Sehr schön. So, was nehmen wir denn als dritten Diplomatievorzug? Defensive Verhandlungen. Na, Eroberung ist eher nicht so unsers, ne? Kann ein Bündnis ohne Heirat vorschlagen. Das klingt doch gut für so einen Diplomaten. Nehmen wir das mal. Das passt okay. Alles nicht. So. Dann wollen wir das Haus noch mal ein bisschen bearbeiten hier. Den Namen haben wir schon, aber das Motto. Von Kelsterbach. Genau. Ach, was machen das wir denn da? Das sagt mir sogar was, Kelsterbach. Sound muted. Microphone muted. So, ich bin ein bisschen am Überlegen gerade. Ich habe die anderen mal eben gemutet. Am Überlegen, wen ich hier mir wohl als Ehepartnerin möglicherweise holen soll. Ich bin da unentschlossen. Also die Besten wären eigentlich halt Mitglieder der Familie. Zumindest mehr oder weniger entfernte Cousinen halt. Da wir darüber verbünden könnten mit dem Westfrankenreich. Das wäre natürlich eine dolle Sache, wenn wir, ich meine, das haben die anderen jetzt nicht so richtig auf dem Schirm, aber wenn wir uns auf Lothringen konzentrieren wollen, wäre es natürlich gut, sozusagen die in die Zange nehmen zu können. Weiß nicht so richtig, ob das zu dem Charakter passt, gesellig, sprunghaft, könnte ja, also ehrlich hat damit auch nichts zu tun, ich würde fast sagen, sprunghaft könnte das vielleicht, entscheidet sich ständig in allem um. Nee, passt auch nicht, ne? Und das mit den Franken, den heutigen Franken, hat tatsächlich damit zu tun, ja. Geduldig, ehrgeizig, gierig. Komm, wir machen das jetzt. Gehen wir das Risiko ein und verschaffen uns mal eine kleine Übersicht hier über unsere Vasallen. Hier haben wir Fürstbischof Heinrich von Coburg. Kontrolliert hier Coburg und Bamberg, so wie es aussieht. Zynisch, mitfühlend. Okay. Gute Beziehung haben wir mit ihm. Dann Fürstbischof Luitbert von Mainz. Dem haben wir auch gute Beziehungen. Er ist meisterhafter Philosoph, schüchtern, auch ehrlich und ehrgeizig. Dann haben wir den Werne von Klingenberg. Tapfer, eigenwillig und hinterlistig. Beziehung ist schon nicht mehr ganz so gut. Aber immerhin noch positiv. Den Bürgermeister von Bürgermeister Radbock von Hochberg. Arrogant, hinterlistig, zynisch. Der passt dann zu dem Bischof hier dazu. Baron Adalbero von Hammelburg. Tapfer und nachsichtig. Und Bürgermeister Siegfried von Schweinfurt. 15.
Ehrlich, arrogant, sprunghaft. Da passen wir ganz gut zusammen. Das heißt doch, wir müssen eigentlich gar nicht so richtig großartig aktiv werden. Vielleicht mit Radbot hier, dass wir da mal ein bisschen was beziehungstechnisch in die Wege leiten müssen. Wir könnten ihn beeinflussen, wenn wir das wollten. Und was wir natürlich noch schauen müssen, ist hier unser guter Rat. Wer sitzt da denn drin? Da sitzen die nämlich alle drin. Radbot ist hier unser Kanzler. Diplomatie 14 ist okay. Alberich ist Bischof mit 13, das ist auch okay. Die haben eigentlich ganz gute Werte. Werner mit 8 ist. Da können wir mal gucken, gibt es denn da jemanden, der besser ist? Ulrike, zu Gast an unserem Hof. Könnte man. Guten Hunger. Dankeschön, gleichfalls, Klesper. Bis bald. Könnte man überlegen, ob man die einsetzt. Allerdings hat sie natürlich keinerlei Funktionen ansonsten. Ja, lassen wir vielleicht erstmal so. Fremde Angelegenheiten, Prestige, das ist okay soweit. Steuern eintreiben ist auch okay. Religiöse Beziehung ist gut. Komplotte stören machen wir erstmal. Aufgebote organisieren ist auch gut. Was haben wir denn für Ritter? Das sind die Bürgermeister. Ritter, Ritter, Ritter. Einen Gast, den wir rekrutieren könnten. Na, die sind alle nicht wirklich gut. Siebener Wert. Was aber ein Problem ist, dass wir keine Aufgebote haben, so richtig. 610 Mann nur. Ränkespiele sind nicht aktiv. Wir könnten Ritter einladen. Das wollen wir natürlich nicht machen. Wir brauchen also mehr Truppen. Dafür müssen wir natürlich unsere Ländereien weiter ausbauen. Hier in Würzburg würde ich mal sagen, sollten wir anfangen. Problem wiederum, wir haben das Geld dafür nicht. Grünes Land wäre zum Beispiel ganz gut. Etwas Finanzzuwachs und 50 Mann Rekruten oder Jagdreviere. Wie kommen wir denn jetzt am schnellsten wohl zu Geld? Müssen wir mal gucken. Ich werde mich mal erstmal wieder entmuten. So. Tönsbergisch. Einfach, weil ich es kann. So. Dann bleibt das der ganze Ort hier gleich, aber die Baronie ändert sich. Plant eigentlich einer von euch mit seiner Familie langfristig das Heilige Römische Reich wieder zu errichten? Also ich richte mich jetzt mal an die größeren Herzöge, Angria, Bayern oder Westfranken. Ja, immer doch, immer doch. Weil, also ich bin ja nicht in der Also, Position. wenn die Gelegenheit sich ergeben würde, aber also mit meinem Charakter derzeit kann ich mir das noch nicht vorstellen, dass der irgendwas macht in die Richtung, aber Ist wer er noch weiß. neither holy nor Roman? Ja, quasi. Ach ja. So, guten Abend auch an Raschelmeier. Preußen hieß mal Putzen. Ja, genau, Kollege Ja. Nietzsche schreibt schon, das war ein heidnischer Volksstamm, auf den die Benennung der Name Preußen quasi zurückgeht. Aber sicherlich ist es noch ein weiter Sprung Richtig, von und Putzen bis nach der hat Preußen, ne? auch, ich glaube, genealogisch gar nicht so viel mit den späteren Preußen zu tun, weil die fast alle ausgerottet wurden, die Prutzen. Könnte also auch eine regionale Namensgeschichte mehr sein, ne? Ja, ich denke schon. Also, das waren ja dann viele. Ich sag mal, mitteleuropäische Siedler und sowas, die dann da mit den wahrscheinlich eher so eine Mischung dann eingegangen sind mit denen, die da vorher gelebt haben. Ich meine, dazu hätte der Steinwallen mal in einem seiner Let's Plays auch mal etwas ausführlicher drüber gesprochen, aber frag mich jetzt nicht mehr in welchem, das ist schon lange her. Und das ist ja auch oben bei Estland, Kurland, Livland das Gleiche. Ja, also die haben ja mit den Leuten, die da heute leben, haben jetzt ja nicht so viele keine direkte Verwandtschaft zu denen, Ja. die da zu Könnte tatsächlich 800. sogar ein Crusader Kings Let's Play von ihm gewesen sein. Könnte Das sein, kann ja. sein, ja. Ja gut, das ist ja die Zeit, in der das passiert ist. Die Eroberung von Prutzen und von
Von den baltischen Staaten. Keto Ninetales schreibt gerade, jeder Crusader Kings Spieler weiß doch, dass Holy in HRE sich auf unvermeidbare Border Gore Situation bezieht. Ja, die mit ihren riesen Armeen dann da herumlaufen, ne? Mhm. Ja, und vor allen Dingen, aber ich weiß gar nicht, was hast du jetzt für Exklaven und so eingestellt in den Einstellungen? Standardeinstellungen. Hab ich nicht drauf geachtet, das ist alles Standard. Ja gut, man kann das ja sogar so krass einstellen in Crusader Kings 3, dass Exklaven gar nicht möglich sind. Also sobald du keine Landverbindung oder zumindest an das gleiche Seateil angrenzend eine Provinz hast, dass es dann unabhängig wird bei deinem Tod. Okay. So, nehmen wir mal Kriegsgrund als Kulturinteresse. Gut, ansonsten wäre ich, glaube ich, auch soweit. Warum ist eigentlich der Graf von Wien unser Kulturoberhaupt? Mal an meinen bayerischen Kollegen gerichtet. Müsstest nicht du das sein? Da ist irgendwas schiefgelaufen, glaube ich. Welche Titel wollen wir denn erben? Der erlauchte Galant, das ist ja auch eine coole Kombination. Erster in der Erbfolge für den Titel Königreich von Bayern. Hm. Ich sehe gerade, was Beatrixi für Eigenschaften hat. Wow. Da hat aber jemand schön gewinnmaxt, wie? Beatrixi ist quasi die Verkörperung des Grenzzauns. ein reinblütiges, hübsches Genie, Kreuzritterkönigin und athletisch. Ah ja, und eine brillante Strategin. So, ja, ich dachte, wir spielen halt, ne? Die Osteroberung durch. Ja. Sie reitet voran gegen die Heiden. Dann reite mal voran, ich gucke als fauler Charakter dabei zu. Sehr gut. Okay, ja, wenn ihr soweit seid, würde ich die Pause rausnehmen. Ja, los geht's. Dann können wir mal schauen, was jetzt passiert. Es wird interessant. So, los geht's. So.